PowerPoint Gestaltung. Ich empfehle Ihnen, ein einfaches Design zu wählen oder gerade eines selber zu machen. Ich habe hier eines zusammengestellt. Wie sieht das aus? Ich habe hier oben einen waagrechten blauen Balken, simpel, und hier steht immer der Text drin. Hier habe ich einen senkrechten Balken. Ich habe den andersfarbig gewählt. Ich habe hier das Firmenlogo, hier eine Pseudonavigation, das heißt, es sieht nur so aus, funktioniert nicht wirklich, hilft aber den Zuschauern. Und hier unten noch ein Produktelabel und dann geht es hier in der Mitte los mit dem Inhalt der Show. Legen wir los. Ich erstelle ein leeres PowerPoint, denn ich will ja die Gestaltung selber machen. Also, ich wähle das hier und es beginnt sofort mit einer leeren Folie. Die Folie hat das Verhältnis 16 zu 9. Leider sind die meisten Leinwände in Pfarreiheimen und Gemeindekanzleien nicht in diesem Format. Also mache ich das wieder altmodisch und ändere unter Entwurf die Foliengröße hier hinten auf 4 zu 3. Es wird ein bisschen schmaler und wenn Sie schon etwas gestaltet haben, dann käme hier die Frage, ob das nun soll skaliert werden oder nicht. Klicken Sie das eine oder andere an. Beides ist richtig. Nun beginne ich nicht gerade hier mit der Gestaltung, denn wenn ich nachher unter Start eine neue Folie wähle, dann wäre die nächste Folie wiederum weiß. Klar, sie hätte hier zwei Spalten und so weiter, aber wenn ich sie schon gestalte, dann gestalte ich das nicht hier, sondern ich ändere die Ansicht, Ansicht und gehe zum Folienmaster und hier, Achtung, es sieht so aus, als wäre ich beim Chefmaster, bin ich aber nicht. Das hier oben, die größte Masterfolie, das ist wirklich die Masterfolie. Das hier sind Untermaster, also hier zum Beispiel die Titelfolie, die man auch noch speziell gestalten kann. Hier diese zweispaltige Folie, die man speziell gestalten kann. Aber wenn ich hier den Chefmaster mastere, dann wirkt sich das auf alle hier darunter aus. Im Gegensatz dazu, wenn ich hier etwas ändere, würde das nur an diesem Untermaster etwas ändern. Also zurück zum Big Boss. Nun machen wir genau das, was ich am Anfang gezeigt habe. Ich füge eine Form ein. Ich gehe zu Einfügen. Hier hat es Formen. Ich wähle eine simple viereckige Form, hier das Rechteck. Und es erscheint ein Fadenkreuz. Ich zupfe hier so eine Form auf, schaue, dass es hier den Rand berührt, hier rechts auch. Links sehe ich sofort, das hat funktioniert. Also in allen Untermastern erscheint das nun auch. Das ist meine erste Form. Und Achtung, sie verdeckt den Titeltext darunter. Also muss ich diese Form nachher noch in den Hintergrund stellen oder das Textfeld in den Vordergrund holen. Also, ich lasse es mal so. Jetzt kommt die nächste Form. Ich gehe wieder zu Einfügen, wieder zu Formen und nochmals ein Rechteck. Ich ziehe das hier auf bis nach unten und jetzt überlappen diese beiden Formen hier. Ich zupfe die erste Form ein bisschen nach rechts. Ich lasse da einen kleinen Spalt offen, sieht gestalterisch besser aus. Hier links, das hätte ich dann gerne grün. Also ändere ich den Fülleffekt auf grün. Und Achtung, wenn man genau hinschaut, sieht man hier, es hat eine Kontur, also eine Randlinie, die sieht irgendwie hässlich aus. Auch hier im Blauen hätte es die, man sieht sie hier nicht, aber hier sieht man sie. Also nehme ich die Kontur noch weg. Ich klicke hier auf keine Kontur, ich gehe auf das Blaue, sage auch hier keine Kontur, denn das stört. Nun hole ich das Textfeld hier, das große hier unten, ein bisschen mehr nach rechts, denn hier hat es ja noch Platz, also ein bisschen mehr nach rechts und hier links ragt es ja in diesen grünen Balken. Ich packe den Seitennagel und stelle das Textfeld genau etwa so hin. Da oben berührt es noch den blauen Balken, das verändere ich noch etwa so. Das heißt,
Der Text hat nachher wunderbar Platz in diesem Bereich. Nun, das Textfeld hier hinten, das ist ja wirklich im Hintergrund. Man muss gerade sehen, dass man das irgendwie noch nach vorne holen kann. Ich sage nun einmal diesem blauen Element, es soll nach hinten verschwinden, und zwar hier. Und zwar nicht nur ein bisschen nach hinten, sondern gerade ganz in den Hintergrund. Jetzt erscheint natürlich das Textfeld, es kommt zum Vorschein. Ich klicke hier auf das Textfeld, zupfe das hier ins Blaue hinein, ich packe es am Rand und stelle diesen Titel schön über dieses blaue Element. Also Achtung, immer aufgepasst, das ist das blaue Element und das ist das Textelement. Hier im Textelement markiere ich die Schrift. Ich ändere nur das Aussehen. Ich will, dass es eine weiße Schrift ist und ich will, dass die Schrift fett erscheint. Texten, das mache ich nachher, aber nicht hier. Hier unten all diese Ebenen, diese Aufzählungsebenen, die sind jetzt schwarz. Ich habe sie markiert. Ich will alle diese Texte nicht etwa schwarz, sondern irgendein Blau. Ja, vielleicht das hier. Das heißt, hier im Master bestimme ich nur, wie der Text aussieht, aber ich texte nicht. Hier unten haben wir noch drei Fußzeilenelemente. Das trage ich noch ein bisschen nach rechts, das hier auch, denn das erste hier hat ja gar nicht richtig Platz. Das stelle ich auch nach rechts und das Datum ragt hier noch ins Grüne, also auch das stelle ich hier so nach rechts. Jetzt fehlt eigentlich nur noch hier das Logo und das Produktlabel und dann haben wir fertig gemastert. Also, ich gehe hier unter Einfügen auf Bilder, zeige dem PC, wo meine Bilder sind, wähle hier das Orangen-Logo, einfügen oder ein Doppelklick ginge auch und hier erscheint nun mein Orangen-Logo. Leider hat es hier noch ein komisches Copyright, das stört mich, das will ich noch wegschneiden. Achtung, wenn man das Copyright einfach ausblendet oder wegschneidet, erhält man damit nicht das Copyright, also es ist immer noch geklaut. Ich gehe hier zu Zuschneiden, packe den schwarzen Balken, Achtung, nicht etwa diesen hohlen Kreis erwischen, das würde das Bild verzerren, sondern den schwarzen Balken, zupfe den nach unten, nahe an die Orange, auch diesen rechten Balken, nahe an die Orange, sodass nachher hier das Copyright wegfällt. Ich klicke daneben und perfekt. Diese Orange, das ist mein Logo, stelle ich nun auf den Balken hier links. Wenn die Reihenfolge, die Stapelreihenfolge etwa nicht stimmen würde, dann sähe es vielleicht so aus. Dann gehen Sie hier und stellen Sie diese Orange eine Ebene nach vorne oder dann eben ganz in den Vordergrund und sofort können Sie das Bild dort platzieren, wo Sie es gerne hätten. Jetzt füge ich hier unten noch das Produktlabel ein, unter Einfügen, Bilder, das Produktlabel habe ich hier, Bio, Einfügen, natürlich ist es zu groß, ich packe den Ecknagel, verkleinere das Label und stelle dieses Label hier unten auf den grünen Balken. Zum Schluss noch ein bisschen Kitsch, ich hätte gern, dass dieser blaue Balken noch einen Schatten kriegt. Das findet man hier unter Format, wenn man die Form angeklickt hat oder Doppelklick auf die Form, aber manchmal funktioniert es nicht. Also gehe ich hier wirklich zu Format. Gehen Sie hier zu Form Effekte. Hier hat es unglaublich viele Effekte. Schatten, Spiegelungen, Effekte und so weiter. Diesmal nehme ich eine Spiegelung statt einen Schatten. Ich wähle hier aus, wenn ich darüber fliege, sehe ich bereits eine Vorschau. Diese Spiegelung klebt am blauen Balken. Ich nehme mal den nächsten, der klebt auch noch, der auch. Hier, der passt schön. Diesen Effekt nehme ich, denn dieser Abstand passt wieder zu diesem Abstand und diese Spiegelung hier ist also automatisch. Jetzt haben wir fertig gemastert und Sie sehen, nicht nur der Chefmaster sieht nun so aus, sondern auch die Titelfolie, der Zweispälter sieht so aus, das klemmt zwar hier noch ein bisschen, aber grundsätzlich ist der Master nun erstellt.
Denken Sie daran, jetzt müssen Sie den Master verlassen. Wenn Sie jetzt eine neue Folie machen, dann machen Sie nicht eine neue Folie, sondern einen neuen Master. Also ich gehe hier raus unter Ansicht, Normal oder dann hier unten, das ist derselbe Knopf, Normal, und jetzt kann ich loslegen mit meinen Folien. Wenn ich jetzt eine neue Folie erstelle, dann sind die nicht nur weiß, sondern haben eben mein Design. Ich gehe aber nochmals zurück in den Master, denn ich sehe, hier stimmt was nicht bei der Titelfolie. Das müsste eigentlich weiter unten stehen. Ich gehe also nochmals in den Master, Ansicht, Folienmaster. Achtung, es sieht nun aus, als wären wir wieder beim Chefmaster, sind sie aber nicht. Vorhin haben wir beim Chefmaster alles gestaltet und diesmal sind wir beim Titelmaster gelandet. Den will ich diesmal tatsächlich noch anpassen. Also, ich packe hier nämlich das Feld des Untertitels, stelle das hier ein bisschen weiter nach unten und in diesen weißen Bereich. Dann dieses Textfeld, das verkleinere ich. Und Achtung, es hat weißen Text. Wenn ich das nun nach unten ziehe, dann sieht man ja den Text nicht. Also muss ich zuerst diesen weißen Text ganz markieren. Ich ändere hier die Schriftfarbe auf blau und trage nun diesen Titel so nach unten. Sie sehen hier beim Titelmaster ist nun der Titel nicht mehr weiß, sondern blau. Beim Chefmaster ist es immer noch weiß. Jetzt muss ich hier noch einen Untermaster ändern, nämlich hier diesen zweispaltigen Untermaster, denn das brauchen wir nachher. Ich stelle also als erstes einmal dieses rechte Element ein bisschen nach rechts und hier das linke Element trage ich auch nach rechts. Jetzt stimmt hier einmal der linke Rand. Das hier zupfe ich ein bisschen nach links und bei diesem Element nach rechts. So etwa so. Jetzt habe ich hier eine Spalte und hier rechts eine Spalte. Wenn Sie diese beiden Textspalten hier genau gleich breit machen wollen, gehen Sie hier oben auf Format und stellen Sie hier die Breite ein, 8,89, ich sage doch einmal 9 cm und hier das rechte Element, das soll auch 9 cm sein. So, ich stelle es wiederum ein bisschen nach rechts. So, jetzt sind sicher beide gleich groß. Da oben ragen sie noch ein bisschen weit nach oben. Ich zupfe das noch ein bisschen nach unten und jetzt glaube ich, jetzt ist mein Master perfekt. Ich verlasse wieder den Master hier unten zur Normalansicht und kann nun hier neue Folien erstellen. Ich kann hier den Zweispalter holen und so weiter. Und das Layout ist perfekt.